Es ist wohl gerade der schnellste Wasserschlitten der Welt. Bis zu 20 km/h fährt der Seebob über Wasser und bis zu 18 km/h unter Wasser. Ja, er kann sogar tauchen. Bisher sieht man den Seebob nur eben auf Ibiza, Mallorca, Karibik. Aber heute teste ich ihn in Österreich und zwar am wunderschönen Wolfgangsee. Purer Fun-Faktor mit dem Seebob. Also ich glaube, jeder braucht irgendwie so ein Ding zu Hause. Der einzige Kritikpunkt ist, dass man einfach einen großen Geldbeutel dafür braucht. Beziehungsweise ab 10.000 Euro geht's los. Aber ich bin der Meinung, es ist für jeden Cent wert. Okay.